Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Refarmers. Heute mit dem Heiner Hebser. Grüße. Hallo. So, hier sind wir auf unserem neuen Pachtfeld. Wie sieht's bei dir mit den Steinen aus? Noch viel, oder? Ja, ich habe schon noch ein bisschen was zu tun. Ja gut, ist nicht gerade großes Gerät, ne? Nein, und mit dem Unkraut ist auch nicht ganz so einfach, die Steine zu sehen. Na okay. Ich tausche mal fix den Schlepper hier. So, schön gucken, dass es uns nicht so geht wie ein Heiner, was dann der Polizei kommt. Ja, das kann ich mir jetzt mal lang anhören. Nein, alles gut. So, unser Schäfchen. Oh, hier sind neue dazugekommen. Dann wieder Jungtiere. Ah, schön besser hier. So, machen wir noch ein paar Silagebeine vom Winter. Und dann müssen wir an unsere geschäftlichen Vereinbarungen mit dem John Doe denken. Aber so viel dürfte doch gar nicht mehr sein bei dir, Heiner, oder? Du bist doch schon relativ mittig jetzt vom Feld. Ja, es wird schon. Und kriegst du ihn einmal voll oder ist nicht so viel Steine? Ja, ja, ich muss jetzt dann ausleeren. Wie viel passt denn rein? Dürfte auch nicht die Welt sein, ne? Nein, ich denke mal 2300 Liter. Boah, es sind aber trotzdem ein paar Steinchen, die da zusammenkommen. Möchtest du die hinkippen?
Die kannst du eigentlich hinten in die Ecke mitkippen erstmal. Oder wenn unterm... Nee, tu sie hinten. Die können ja draußen liegen. Wenn du auf dem Hof reinfährst, ganz hinter in die Ecke. Neben dem, neben der Werkstatt. Okay. Da stören sie keinen. So, jetzt haben wir die richtige Bahn. Wie gut bist du im Beinstapeln? Rundbein? Naja, es hält sich in Grenzen. Ich hatte jetzt erwartet, vielleicht kommt so ein Juhu, ja, mache ich gern. Schade. Ja, nö, ich mach das schon, aber der Superprofi bin ich halt nicht. Nee, kenne ich. Ich denke, hier könnten ein paar zusammenkommen. Du kannst ja, wenn du dann fertig sein sollst, entweder fängst du dann schon mal das Beinpressen an. Oder dann halt den Wickler holen, je nachdem. Ja. Aber das kriegen wir hin. Oder wir rufen einen Rentner mal an, ob die Sämaschine bei ihm, ob wir die uns mal leihen können. Wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Wäre wohl nicht verkehrt, nein. Ich rufe mal fix an. Ja? Ja, grüße. Hanni, grüß dich. Oh, hallo.
Ja. Hier, also zum einen wird es der Update wegen dem Praktikant. Ja, hat er wirklich einen? Nur macht einen guten Eindruck. Hab mal gefragt, ja, warum der Verschleiß so hoch ist. Er vermutet ja, dass er sich auf den anderen Hof verzogen hat, aber sein ehemaliger Lehrling. Ja, aber ich bin ja mal gespannt, wie lange der Praktikant hier bleibt. Naja, bei seinem Verschleiß. Ja. Wer weiß, ob wir ihn jemals wiedersehen. Jetzt mal so 3, 2, 3, 4, 8 Tage. Ja, wir sind gespannt, ne? Und wie macht sich der Steiner? Ja, merkt sich wohl mühselig, aber es geht. Naja. Das habe ich dir ja gar nicht erzählt, ne? Ich hatte den ja geholt, war dann nochmal hier beim Weidi am Feld. Kam der Heiner unten angerannt, ohne was zu sagen. Schnappt sich meinen Trecker und haut mit dem ab. Hat aber nichts dabei gehabt, womit ich zurück hätte kommen können. Ne? Also er war zu Fuß, warum auch immer, verstehe. Ja. Ja, merkwürdig. Ja, musste ich dann zurück zu Fuß, beziehungsweise bin dann bis zum Händler und hab mir da hab freundlicherweise das Auto gekriegt, dass ich nicht den ganzen Weg laufen muss. Aber das war eine Tour. Das ist ja frech. Ja, er hat vergessen, der hätte ja runterfahren können. Aber er wollte weiterarbeiten, das hat er wenigstens gemacht. Ja, er muss trotzdem mal die Meinung sagen. So geht das nicht. Er war Trecker-Clown. Nicht sowas. Ja gut, Clown ist es ja nicht, bleibt in der Familie, aber... Genau. Aber trotzdem, er wollte halt weiterarbeiten. Ja, kann er ja auch, er muss ja was sagen. Ja. Wo ist denn das LU eigentlich? Das Visa haben sie im Meter oder waren sie nicht mehr wieder gesehen? Ach, sind sie abgehangen? Ja. Naja, ich bin auch gerade am Mähen hier, unsere neue Pachtwiese. Ich habe extra gesagt, mähen und gleich Ballen machen, damit das fertig ist. Ja. Na, wir machen auch gleich Ballen hier und dann wickeln wir sie. Ich habe gesagt, wegbringe ich sie alleine, wie gesagt, mit der Gabel. Du kannst ja mal ausprobieren, genau. Genau, aber ich muss erstmal hier das Feld fertig machen hier. Genau, also Gabel und Greifer, da beides doppelt und. Ja, ich hab die SMS gekriegt. SMS, ja, das ist ja schon uralt. Eine Rundmail hier oder irgendwas, was es war. Nee, das passt schon. Was ich fragen wollte, die Sämaschine bei dir, wäre die frei? Können wir uns die mal ausleihen oder brauchst du gerade selber? Ich bin gerade am Sehen. Dürften wir danach die uns mal ausleihen? Danach könnt das machen, ja. Das klingt super. Würdest du mir Bescheid geben? Mit vor einer Gruppe oder ohne? Oder was? Ach, ja, dann nimm mal mit. Also komplett. Ja, besser ist. Obwohl, Gruppe. Er hat jetzt gegruppert. Nee, brauchen wir eigentlich nicht. Gut, dann wirst du die Maschine. Ja, ich mach sie dann auseinander, wenn ich fertig bin. Sehr lieb von dir. Ja, ich habe zwar noch die Hälfte von dem Feld, aber. Alles gut, wir können ja erstmal hier dann unsere Grasbein machen, das Silobein. Ja. Ich muss dann bloß gucken, wann meine Kartoffeln fertig sind. Nicht, dass die verrotten irgendwann. Ja. Wenn du Hilfe brauchst, musst du halt mal Bescheid sagen. Ah, ja, das ist eine kleine Felder. Das wird schon irgendwie gehen. Was hast du für eine Kartoffelerntemaschine dann, oder musst du die mit der Hand rauslesen? Naja, ich habe so eine kleine, so eine uralte vom Händler geschenkt gekriegt. Ui. Oder sagen wir, geschenkt für ein Trinkgeld. Okay. Aber das ist, glaube ich, ein Einreiher oder so. Dann muss ich die Kartoffeln noch mit einem Frontlader aufsammeln. Okay. Ich muss selber erstmal gucken, wie das funktioniert. Ja, da kannst du ja mal Bescheid sagen, dann tät ich mir mal angucken. Ja, das kann ich machen, ja. Wenn es zu weit ist. Ja, der Mr. White wollte ja auch gucken, wie das funktioniert. Aha. Alle wollen sie gucken? Ja, alle wollen sie gucken, ja. Ich wollte alle bloß Kartoffelschnaps haben. Nein. Aber der ist noch nicht fertig. Der braucht seine Zeit. Ja, er muss schon noch ein bisschen gern. Ja, in der Ruhe liegt die Kraft. Das sowieso. Meine Räder drehen durch. Komm, zieht euch kleiner. Kommt schon an die Grenzen. Naja. Irgendwann ist halt auch wirklich mal Grenzen gesetzt. Ich muss jetzt auch hier auf dem Egon seinen Schlepper wechseln. Obwohl der 190 PS hat, aber
Es kommt wahrscheinlich daher, dass ich vorher geflüht habe. Ja, okay. Ist ein bisschen weich, die Erde. Nee, ich hatte jetzt ja auch hier mit dem Kleinen probiert, aber da ein bisschen Steigung dabei ist. Man macht zwar, aber du bist mehr am Schalten als am Fahren. Ja, ich habe Gott sei Dank hier eine einigermaßen ebene Fläche. Nee, mit dem Großen hier auch kein Thema. Der macht das auch super. Ja. Wo bleibt denn das LU? Ich wollte eigentlich noch, muss eigentlich die Ballen irgendwann noch verkaufen, denn wenn sie mal fertig sind. Ich will ein bisschen Geld in die Kasse kommen. Bisschen. Ja, dasselbe haben wir auch hier gerade vor. Oh. Ich meine, ja, die Pacht hier mit 9000 für die 10 Monate geht eigentlich. Das ist ja Schnäppchen. Jo, das kriegen wir zweimal runtergemäht und ja, das da, denke ich, kommt genug raus. Ja, das und ist bei mir schon etwas teurer. Ich sag nicht wie viel. Okay, so schlimm? Ja. Na gut, ja, größere Fläche, ne? Ja, ja, es ist ein großes Feld. Und die Wiese, ne? Und die große Wiese, ja. Das Feld hat 7 Hektar. Okay. Und da machst du Kartoffeln drauf. Nee, da ist mal. Nee, da später vielleicht mal, aber ja, wenn ich hier mal. Wenn ich große mal Technik habe. Richtige Technik habe, ja. Aber mit der Kleinen, da bin ich ja Jahre unterwegs. Ja. Da kannst du ein paar solche Teile kaufen und kann ja das ganze, die ganze Gemeinde andrücken. Ja. Da bist du, glaube ich, zu früh schneller. Aber ja. Nee, irgendwann wird das mal Kartoffelland hier. Hanni ist Kartoffelparadies. Ich bin der Kartoffelherrscher. Wie war es bei dem Feld? Ich bin König der Kartoffeln. So, naja. Bei mir auch die letzte Bahn. Ja, ich hab noch. Ja, ein bisschen mehr als die Hälfte. Ja, sauber. Ja, willst du machen mit 3 Meter? Das zieht sich ein Stück. Ja, Mail geht ja wenigstens noch mit 22 km/h. Ja, ich werde aber. Ich habe ja aber auch keine Fahrgassen drin. Ich mache das ohne Fahrgassen. Ja, haben wir jetzt auch nicht drin gehabt. Das mache ich später mal, wenn man das Equipment dazu hat. Ja. Aber jetzt. Wenn Unkraut kommt, da wird immer durchgestriegelt und ist gut. Wenn ich es nicht vergesse. Ja. Nee, das haben wir auch vor. Ja, wenn ich es vergesse, dann mein Gott. Gibt es ein bisschen weniger Ertrag. Ich kann es nicht ändern. Ja. Macht jetzt das Endergebnis auch nicht so schlimm. Ich hoffe, hier kommt noch ein bisschen. Ah, mein Heiner hat schon die Beinpresse angehangen. Ja. Du bist ja auch fleißiger Mensch. Ja, nur irgendwas habe ich anscheinend nicht. Ah, das ist Schläuche ja. Oder hier Zapfwelle? Schläuche habe ich vergessen. Ich habe mein Frontgewicht vergessen. Der ist vorne nur am Schwimmen. Okay. Bremsen ist ziemlich schwierig. Aber es geht. Also Zapfwelle bringe ich dran, die Schläuche bringe ich nicht dran. Warum nicht? Bin ich falsch, oder? Nee, probier mal, ob es so trotzdem geht. Nein, die geht nicht. Okay. So, gucken wir gleich mal. Ich muss ja unten runter. Komm mal hochgefahren. Vielleicht ein bisschen verdreckt. Oder muss ein Händler das anrufen? Kann natürlich sein, so wie der ausschaut. Der Händler kann nur mit dem Laptop reparieren. Ja, stimmt. Von weiten Ferndiagnose. Ja, weil da hat sie jetzt Lanz gehabt, bei sich den gehabt. Er hat er nicht losgebracht. Ui. Von richtig alten? Ja. Jetzt. Aha, sowas hat der Händler auch. Muss ein bisschen länger drauf drücken, dann schnappen die manchmal erst ein, die Kupplungen. Ja, da ist selber mal eine Runde gedreht. Genau.
Ach ja. 3 Meter ganz schön mühsam. Glaube ich dir. So. Jetzt geht's hier das Beinpressen los, aber wir verabschieden uns für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, ein Däumchen wäre ein Träumchen und schreibt mal in die Kommentare, was jetzt so bei den anderen los war. In dem Ja, Sinne. genau. Bis zum nächsten Mal. Ja, Ciao, tschüss. ciao. Ciao, ciao.